Jugendlicher rübst in Wiener Park. 1.700 Euro Strafe. Das sind die Top-News des Tages. Wiener Würstelstand am Volkstheater muss weg. Die Stadt Wien will nämlich genau dort einen Baum pflanzen. Alles Teil der Volkstheater-Umbaupläne. Der Würstelverkäufer ist wütend. Er reichte Beschwerde gegen die Vertreibung beim Verwaltungsgerichtshof ein. Bisher ohne Erfolg. Fiaker-Pferd stirbt in Wien mitten auf der Straße. Passiert ist es in Simmering am Mittwochvormittag. Ein Heute-Leser hat die Szene beobachtet. Er wurde durch das laute Wiehern auf das Tier aufmerksam. Das Pferd kollabierte mitten auf der Straße. Es verstarb noch vor Ort. Trudi erlitt nach Heute-Infos einen Herzstillstand. Eine Gruppe von Jugendlichen wurde in einem Wiener Park von Polizisten kontrolliert. Sie konnten kein gutes Deutsch und wurden von den Beamten deswegen beschimpft. Als dann einer der Jugendlichen rübste, soll einer der Polizisten gesagt haben, ihr kriegt alle eine Anzeige, wenn niemand zugibt, gerübst zu haben. Einer der Jugendlichen, der besser Deutsch konnte, antwortete, wenn der Polizist unbedingt jemanden anzeigen müsse, habe er ja jetzt seine Daten. Daraufhin wurde er gewaltsam auf den Boden gedrückt und beschimpft. 1.700 Euro Strafe hat er dafür bekommen. Mehr Informationen findest du im Artikel über den Link in der Bio.